Das Thema heute ist Sprachkontakt. Die Sprachkontaktforschung ist ein Teilbereich der Soziolinguistik. Und gewöhnlich wird über Sprachkontakt, also wenn zwei Sprachen oder mehrere miteinander in Berührung kommen, wird gewöhnlich erforscht bezüglich der gesprochenen Sprache. Ja, was ich Ihnen heute gerne mitteilen möchte, ist, dass auch die Sprachkontaktforschung der geschriebenen Sprache ein wichtiges und interessantes Forschungsfeld ist. Beginnen wir damit, dass wenn Sprachen miteinander in Kontakt sind, es immer eine Hierarchie gibt. Es gibt praktisch niemals eine Situation, wo zwei Sprachen vollkommen gleichberechtigt nebeneinander stehen und es ein Kontakt zwischen Gleichen ist. Die Gleichheit gilt möglicherweise für alle vor dem lieben Gott oder im Idealfall auch vor dem Richter und vor dem Lehrer, aber für Sprachen gilt das einfach nicht. Es ist immer eine Sprache dominant und die andere, ja, je nachdem, sehr untergeordnet oder etwas schwächer, wie es auch sein mag. Davon muss man ausgehen, wenn man Sprachkontaktphänomene studiert. Hierarchie. Sprachkontaktforschung hat es auch, und das ist die Perspektive, die ich heute anwende. Sprachkontaktforschung hat es damit zu tun mit Auswahl, mit der Wahl zwischen Sprachen. Das sind Situationen, die Sie alle kennen, da Sie alle mehr als eine Sprache kennen. Das allererste, was man entscheiden muss und was Professor Pim gerade hier versucht hat zu tun, ist entscheiden, in welcher Sprache reden wir denn überhaupt. Diese Sprache, diese Frage kann man meistens beantworten. Manchmal mag es schwierig sein. Ich erinnere mich an einen Film von Woody Allen, und der wurde gefragt, sprechen Sie Portugiesisch? Und seine Antwort war, I don't know, I've never tried. Aber das ist nicht unbedingt die typische Situation, sondern gewöhnlich, ohne viel nachzudenken, wissen wir, wir sprechen diese oder jene Sprache oder Varietät, aber das ändert nichts daran, dass wir eine Entscheidung treffen. Mit jeder Sprechhandlung, die wir vollziehen, treffen wir eine Entscheidung, welche Sprache wir benutzen. Wir haben die Wahl. Dass wir die Wahl haben, bedeutet jedoch nicht, dass wir die freie Wahl haben, sondern unsere Wahl ist, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich die Präsentation hier Ihnen auf Englisch darbiete, aber ich kommentiere sie auf Deutsch. Also, unsere Wahl wird beeinflusst von allen möglichen Restriktionen, Beschränkungen. Und die sind im Großen und Ganzen, teile ich sie ein in drei verschiedene Arten von Restriktionen, nämlich politische, soziale und sprachliche. Und über einige davon will ich jetzt im Folgenden ein bisschen reden. Das Interessante ist zum Beispiel, wenn wir jetzt die geschriebene Sprache betrachten, dass heutzutage, in der Zeit, in der wir leben, praktisch in jedem Land ein Schriftsystem, das normal ist, die Norm, die, über die weiter überhaupt nicht nachgedacht wird. Das ist das Schriftsystem, was den Kindern als erstes in der Schule beigebracht wird. Das ist das Schriftsystem, in dem
offizielle Dokumente abgefasst sind, der öffentliche Diskurs insofern er in der Presse und anderen Organen sich abspielt, wird verfasst mit diesem Schriftsystem. In vielen Ländern genießt ein Schriftsystem sogar den Schutz des Gesetzes oder der Verfassung sogar, wo niedergelegt ist, man darf für bestimmte Zwecke nur sich eines bestimmten Schriftsystems bedienen. Um das konkret zu machen, lasse ich mich ein Beispiel geben. Dies ist mein Name, den ich in verschiedenen Kontexten unterschiedlich schreibe. Ich bin aber nicht frei, das nach Lust und Laune zu tun. In dem Hotel, in dem ich gerade hier schräg gegenüber abgestiegen bin, würden Sie mir zum Beispiel keineswegs erlauben, dass ich meinen Namen in einer japanischen Schrift aufschreibe, um mich da zu registrieren für die Meldebehörde. Sie würden mir nicht mal erlauben, meinen Namen auf Griechisch, es ist ein griechischer Name, und selbst das würden Sie mir nicht erlauben, ihn auf Griechisch zu schreiben mit dem griechischen Alphabet. Geschweige denn mit chinesischen Zeichen auf Japanisch oder mit chinesischen Zeichen auf Chinesisch. Warum nicht? Warum wollen Sie mir das nicht erlauben? Nun, es gibt da eine Konvention, die heißt, jetzt muss ich es eben finden, das ist die von 1973, lange bevor sie geboren war, Convention relative à l'indication des noms et prénoms dans le registre de l'état civil. Und Österreich ist Unterzeichner dieser Konvention. Wie Sie sie umsetzen, weiß ich nun nicht ganz genau, aber ich kann Ihnen immerhin zitieren, was der deutsche Gesetzgeber daraus gemacht hat. Und da heißt es zum Beispiel: Ist in dem Heimatstaat eines Ausländers, nach dessen Rechtsordnung sich sein Name grundsätzlich richtet, eine andere Schrift als die lateinische in Gebrauch, muss zur Verlautbarung seines Namens in den deutschen Personalstandsbüchern, die gemäß § 2 Absatz 1 Personenstandsverordnung in deutscher Sprache geführt werden, sein Name von der fremden Schrift in die lateinische Schrift übertragen werden. Damit nicht genug. Sie sagen uns auch noch, wie das zu geschehen hat. Die Übertragung findet gemäß Artikel 3 CIEC, das ist diese Konvention Nummer 14, ohne Übersetzung und somit möglich, soweit möglich, durch buchstabengetreue Umsetzung, also Transliteration statt, wobei ISO-Empfehlungen, soweit vorhanden, zu berücksichtigen sind. Das gilt auch dann, wenn nach dem Passrecht des Heimatstaates, des Ausländers, eine phonetische Umschreibung in lateinischer Schrift verlautbar ist. Also, ziemlich strenge Regeln darüber, wie man sich zu verhalten hat, wenn man unter anderem in einem österreichischen Hotel absteigen will oder eine Meldebescheinigung oder etwas dergleichen will. Damit wird Leuten, die aus Teilen der Welt kommen, die es ja gibt, wie Sie vielleicht wissen, wo das lateinische Alphabet nicht das primäre Schriftsystem ist, ziemlich viel Gewalt angetan. Und
die letzte Klausel, die ich vorgelesen habe, nach der ganz spezifische Bedingungen gestellt werden, wie die Transliteration zu erfolgen hat, die bringt es mit sich, dass dann, jedenfalls in lateinischer Schrift, manche Leute mit mehreren verschiedenen Namen durchs Leben gehen. Also zum Beispiel mag der japanische Herr Kato von dieser Bestimmung nichts wissen und in seinem Pass wird aber dann sein Name in lateinischen Lettern auch notiert und das kann dann so aussehen, aber es kann auch so aussehen, oder so. Die Tatsache ist jedenfalls, die Menschen können seit ungefähr 5, 6, 7.000 Jahren schreiben, haben es aber bis zum heutigen Tage nicht fertig gebracht, sich auf eine einzige Schrift zu einigen, was unser Leben natürlich wesentlich vereinfachen würde, sondern es existieren immer noch Hunderte von verschiedenen Schriftsystemen, die in Gebrauch sind. Und die Beziehungen zwischen Sprachen, sagen, wenn sie in Kontakt kommen, mit beeinflussen. Also es gibt rechtliche und politische Restriktionen, die sich auf unsere Wahl des Systems, das wir benutzen, auswirken. Weiterhin gibt es soziale Beschränkungen unserer Wahl und die führen aus historischen Gründen zu einer bestimmten Prestige-Hierarchie. Im gesamten historischen Kontext ist das darauf zurückzuführen, dass Schrift nur ganz selten erfunden wurde. Nur in an drei oder vier Orten auf der ganzen Welt ist niemals Schrift genuin entstanden. Das bedeutet, dass fast überall Schrift von irgendwo anders herkam. Wir wissen ja alle, also die Germanen haben nicht das Alphabet erfunden. Das haben andere gemacht, von denen sie es übernommen haben. Die Römer haben es auch nicht erfunden, sondern die haben es auch von irgendwo anders hergeholt. Und auch die Phönizier oder die Griechen haben es auch nicht erfunden. Also es kam immer von irgendwo anders her. Und wenn Schrift auf eine schriftlose Kultur stieß, dann wurde meistens fast immer nicht nur die Schrift übernommen, sondern die Sprache gleich mit. Also die Germanen, die dann irgendwo dahinter kamen, dass für soziale Organisationen, die ein bisschen komplex ist, es ganz nützlich ist, wenn man ein Schriftsystem hat. Was haben sie gemacht? Sie haben zunächst mal Latein geschrieben, so wie es war, übernommen. Und also eine Schriftsprache übernommen. Und dann erst später verstanden, ja, es wäre ja vielleicht auch möglich, die eigene Sprache schriftlich zu fixieren. Und das ist das, was überall passiert. Ein Ort, an dem Schrift entstand, ist das Tal des Gelben Flusses in China. Von dort ging die chinesische Schrift in alle Richtungen um China herum. Koreaner haben die chinesische Schrift übernommen, dann über das Meer, die Japaner, die Annamesen, die heute Vietnamesen heißen, und eine ganze Reihe von anderen Leuten. Und die haben alle zuerst mal die chinesische Schrift übernommen.
chinesische Schriftsprache verwendet für die Zwecke schriftlicher Kommunikation. Eine Kultur, die Schrift hat, ist in vieler Hinsicht einer kleinen Art überlegen. Und darauf beruht es, beruht das, was ich ganz am Anfang sagte, wir müssen immer an den Hierarchie mitdenken. Also die verschriftete Sprache genießt ein höheres Ansehen, höheres Prestige als die nicht geschriebene. Das ist heute noch so, das ist heute noch in Ihrer eigenen Umgebung so, egal wo Sie herkommen. Insgesamt genießen nicht geschriebene Varietäten, Dialekte, ein geringeres Prestige als die Schweizer sagen Schriftsprache, Schriftdeutsch, die machen nicht den Unterschied zwischen Hochdeutsch und Dialekten, sondern sprechen sehr angemessener Maße von Schriftdeutsch. Und diese Art von Hierarchie gibt es überall. Es gibt nicht eine Ausnahme, wo die geschriebene Qualität ein geringeres Prestige hätte als die gesprochene Sprache. Das hat zu einem allgemeinen Muster geführt, was ich jetzt hier in verschiedenen Kontexten wird es unterschiedlich genannt. Manche sprechen von Standard und Dialekt, Standardsprache und Dialekt. Andere machen mehr oder weniger den gleichen Unterschied, indem sie von Literatursprache und Umgangssprache oder Vernakularsprache sprechen. Dann gibt es eine einflussreiche Theorie in der Soziolinguistik, die von Diglossie spricht, nämlich der Verwendung von zwei Arten von Varietäten. Und da wird dann unterschieden zwischen einer hohen und einer niedrigen. Wenn man es nur minimal vereinfacht, heißt das geschriebene und gesprochene. Dann gibt es die Terminologie Ausbausprache. Das passiert mithilfe der Schrift, denn es werden ja immer wieder Sprachen aufs Neue verschriftet. Das können auch Varietäten sein, von denen man bisher, von denen ihre Sprecher bis zu dem Zeitpunkt sich gar nicht so bewusst waren, das ist eine Sprache. Gut, dann machen wir eben eine daraus, indem wir ein Schriftsystem für sie bereitstellen. Und was man mit Hilfe eines solchen alles machen kann, nämlich Wörterbücher schreiben, Grammatiken und so weiter. Im romanischen, speziell im französischen Raum, macht man eine ebenfalls mehr oder weniger parallele Unterscheidung zwischen Langage und Patois. Das kritische Merkmal von Patois ist nicht geschrieben. Man kann alles Mögliche schreiben, aber nicht Patois. Dann gibt es also die gebildete Sprache und die Umgangssprache oder in bestimmten, in der britischen Tradition der Soziolinguistik kam dann so in den 1960er, 70er Jahren die Terminologie von dem elaborierten und restringierten Code auf. Und auch hier kann man sagen, die entscheidenden Merkmale des elaborierten Codes sind eben wirtschaftlich verwendet. Und mit der Schriftsprache kann man eben andere Dinge tun als mit der geschriebenen Sprache, sodass sich überall, wo es Schrift gibt, diese Art von Differenzierung dann zeigt. Ich sagte gerade eben, dass fast überall Schrift von irgendwoher kam und nicht genuin in dem eigenen Sprachraum entwickelt wurde, sondern importiert wurde. Und dann übertragen wurde auf die eigene Sprache. Dieses Bedürfnis
entsteht zuallererst für Eigennamen. Denn für die gibt es in der fremden Schrift kein Pendant. Manchmal vielleicht ein bisschen, aber Ortsnamen, Personennamen, andere Eigennamen will man selber für sich schreiben und daraus erwächst dann der Antrieb, die ganze eigene Sprache aufzuschreiben. Nun hat man aber inzwischen die sumerische Sprache in semitischsprachige Gemeinden übernommen als Schriftsprache oder die chinesische Schriftsprache ins Koreanische, ins Japanische und so weiter. Und damit auch sehr große Teile des Vokabulars. Also Entlehnung von Wörtern, wenn man sich das genau anguckt, auch sie sprechen von einer Hierarchie. Wenn zwischen zwei Sprachen ein Kontakt besteht, dann ist der Strom der Lehnwörter niemals gleich in beiden Richtungen, sondern gewöhnlich extrem unsymmetrisch. Der eine gibt, der andere nimmt. Und in den Fällen, wo eine Schriftkultur auf eine ungeschriebene Kultur trifft, ist das ganz außerordentlich ausgeprägt. Und was tut man? Das Nächstliegende ist, dass man das fremde Vokabular aus der geschriebenen Sprache, wenn man es in die eigene übernimmt, auch so schreibt, wie es in der Sprache geschrieben wird, aus der es kommt. Und das finden wir in allen Schriftkulturen, alten und neuen. Also, im Mittleren Osten, was heute Irak ist, Irak und Iran, Sumerisch war die erste Sprache, die geschrieben wurde. Sie wurde von allen möglichen semitischen Sprechern übernommen. Und was finden wir in assyrischen, babylonischen Dokumenten oder auch hethitischen, indogermanischen, indoeuropäischen Sprachen? Was finden wir? Jede Menge Sumerogramme, das heißt sumerische Lehnwörter, die in diesen anderen Sprachen genauso geschrieben werden wie im Sumerischen. Genau das gleiche Phänomen finden wir im Koreanischen und im Japanischen, wo chinesische Zeichen verwendet werden, zum größten Teil für die Darstellung chinesischer Lehnwörter. Unter Umständen werden sie anders ausgesprochen, weil es ja sonst viel zu einfach wäre, aber das ist sozusagen der Hauptmechanismus. Auch im europäischen Kontext finden wir, dass in mittelalterlichen Texten, vor dem Lateinischen, lange vor dem Lateinischen verschriftete griechische Sprache, in lateinischen Manuskripten auftaucht, Wörter oder ganze Sätze im Griechischen, wie es dann hieß, in ipsissime litterae, nämlich in griechischen Lettern. Können wir dafür eine Parallele heute finden? Ist nicht so sehr schwierig, denn wenn wir zum Beispiel ist Ihnen dieses Wort vertraut? Wer kennt dieses Wort nicht? Ist nur nicht die Orthographie, die Sie eigentlich kennen, wäre aber regelrecht nach deutscher Orthographie, wäre das so zu schreiben. Tut praktisch niemand außer mir. Denn was wir tun heutzutage ist,
wir übernehmen die Orthographie der Gebersprache, obwohl sie rechts und links gegen die Regeln der herrschenden Orthographie verstößt. Ja? Erstmal gibt es im Deutschen praktisch keine Wörter, die keine Adjektive, die mit C beginnen. Die Darstellung von U mit einem doppelten O gibt es in der deutschen Orthographie. Das stört die wenigsten, weil sie irgendwie der Meinung sind, man müsste das aus der kulturell überlegenen Gebersprache so übernehmen, wie es da dargestellt wird. Und wenn Sie sich mal die Mühe machen und ein Inventar aufstellen von den aberhunderten Anglizismen, englischen Lehnwörtern im Deutschen, werden Sie feststellen, dass von diesem Prinzip praktisch nicht abgewichen wird. Vielleicht nach langer Zeit. Also, wir haben zum Beispiel so etwas wie wir haben rivalisierende Schreibungen für solche Wörter, die im Deutschen schon sehr, sehr lange präsent sind, aus dem Französischen gekommen. Ja. EAÜ für O ist ganz klar keine deutsche, entspricht keiner Regel des deutschen Schriftsystems. Warum benutzt man diese Schreibung? Man benutzt sie, wie das durchgehend überall der Fall ist, um zu zeigen, ich kann Französisch. Das war heute in sehr viel geringem Maße, aber das war ja bis unlängst ein ganz klarer Beweis von Bildung im deutschsprachigen Raum. Wer was auf sich hielt und ein bisschen gebildet war, der konnte Französisch. Das ist natürlich sehr opportun, das auf diese Weise zu zeigen. Hat also genau mit dem auch zu tun, was ich schon wiederholt gesagt habe, nämlich mit dem Prestigegefälle zwischen Sprachen, was sich ausdrückt auf diese Weise. Ein ziemlich eklatantes Beispiel hierfür. Leider müssen Sie mir glauben, weil Sie es nicht sehen können. Und selbst wenn Sie es sehen könnten, könnten vielleicht nur ganz, ganz wenig und irgendwas lesen. Dieses hier ist eine Stele, ein Grabstein aus dem Jahr 1563. Und en face hier ist er natürlich in chinesischen Lettern beschrieben, denn die gebildete Elite Koreas schrieb Chinesisch, ganz klar. Aber sie hatten ungefähr 80 Jahre vorher einen sehr aufgeklärten König, der sagte, oh ihr armen Leute, um Chinesisch zu lernen, da braucht man ja Jahre. Und ich möchte gerne, dass mein Volk, sogar die Frauen, notabene, auch schreiben können. Also entwickeln wir mal eine etwas einfachere Schrift als diese abertausenden chinesischen Zeichen. Gesagt, getan. Er und ein Team von Linguisten, vollkommen einmalig in der Weltgeschichte, entwickelte eine Schrift, mit weitem Abstand die beste Schrift der Welt, die es jemals gegeben hat, und hat sie dann ein paar Jahre später, nach intensiver Arbeit, seinem Volk zur Verfügung gestellt, zum Tor der Elite. Denn wenn sogar Frauen schreiben können und das lernen, wie das dann in der Verkündigung hieß, selbst ein Minderbemittelter braucht nur eine Woche, um diese Schrift zu lernen. Das
unterminierte natürlich ihren Status. Also sie ignorierten das im Großen und Ganzen und fuhren fort, Chinesisch zu schreiben. Aber als dieser höhere Beamte dann hier zu Grabe getragen wurde und man ihm ein Denkmal errichtete, wo dann seine Eltern aufgeschrieben sind auf Chinesisch, fand man es doch ganz nützlich, auf der Seite hier eine Inschrift anzubringen, in der neuen Vernikularschrift, also in der einfachen Volksschrift. Und diese Inschrift sagt, das ist ein heiliger Grabstein und alles Unglück komme über den, der es schändet. Das ist für diejenigen, die nicht lesen können. Eben in der einfachen Schrift notiert. Also Schriftkenntnis ist immer und überall ein Ausweis von sozialem Stand. Sie sind aufgewachsen in Gesellschaften, wo wir uns der Illusion hingeben, dass Bildung ein Gut ist, was an alle sozialen Schichten gleichermaßen verteilt wird bzw. ihnen verfügbar gemacht wird. Aber in bestimmten Kontexten können Sie das immer noch feststellen, dass also, wenn Sie sich um einen Job bewerben und orthografische Fehler, das ist ja heute nicht mehr nötig mit dem ganzen Spellcheck-Software, aber wenn Ihnen das unterläuft, macht schon einen verdammt schlechten Eindruck. Im Fernen Osten, in Japan etwa, ja bitte. Ich wollte fragen, was ist aus dieser Schrift geworden? Bitte? Was ist aus dieser Schrift geworden? Aus der koreanischen Vernikularschrift. Ja. Ja. Wie gesagt, die Elite hat sich dagegen gewehrt und gesagt, brauchen wir nicht. Aber in dem Moment, wo jemand anders kam, nämlich die Japaner am Anfang des 20. Jahrhunderts und die Koreaner unterjocht haben, da haben die Koreaner gesagt, ja, hier haben wir was Eigenes und das haben die Japaner nicht, also benutzen wir jetzt unsere schöne Angulschrift. Und seitdem ist sie so wichtig wie die Nationalhymne und das Fähnchen, mit dem man wackelt, heutzutage für beide Koreas. Denn die chinesische Schrift teilen ja die Chinesen mit den Japanern und den Koreanern, aber ihre Vernikularschrift haben nur sie. Und das als Emblem gegen die Kolonialherrschaft zu benutzen, war sozusagen die hohe Stunde dieser Schrift, die bis heute, heute ist jeder Koreaner enorm stolz auf diese Schrift. Auch aus guten Gründen, wie gesagt, wenn Schriften nach dem Prinzip ausgesucht würden, welches ist die beste Schrift, dann würde die ganze Welt Hangul schreiben. Das ist überhaupt keine Frage. Einfach weil sie besser ist als alle anderen Schriften. Wenn sich das interessiert, wieso, kann ich darauf noch eingehen. Aber so funktioniert es eben nicht, sondern es sind ganz andere. Welche Schrift irgendwo geschrieben wird, hat nur mit Herrschaft zu tun. In Westeuropa römisch-katholisch, Osteuropa orthodox, zum Beispiel. Ja? Also kyrillisch und lateinisch. Fällt genau auf diese Weise auseinander. Die koreanische Vernikularschrift machte den Schrifterwerb erheblich einfacher. Also um Chinesisch zu lernen, auch heute für Chinesisch muss man ungefähr 2000 Zeichen lernen, um Zeitung lesen zu können. Das ist relativ zeitaufwendig. Für Japanisch gilt gute Kenntnis von chinesischen Zeichen auch immer als Ausweis von Bildung und wird abgeprüft bei Aufnahmeprüfungen in die Universität. In Nordkorea haben sie sich davon verabschiedet, weil sie
überhaupt nichts Fremdes mehr wissen wollen und schreiben nur noch Hangul. In Südkorea ist die Zahl der chinesischen Zeichen drastisch zurückgegangen, im Zuge der Massenalphabetisierung. Das ist kein Alphabet im strengen Sinne, aber wir haben kein besseres Wort. Also, wir leben ja in einer Zeit, wo alle schriftkundig sein sollen. Und das wird natürlich immer schwieriger, wenn mehrere Schriftsysteme in einer Gesellschaft gleichzeitig verwendet werden. Dann werden Fehler gemacht, weil die Kompetenz in der alten gebenden Schriftsprache langsam nachlässt. Was ist die Antwort? Die Antwort ist dieses hier. Auf das Problem der nachlassenden Kompetenz. Nämlich, Sie können es nicht besonders gut sehen, aber was Sie sehen können, ist, dass das eine interlineare zusätzliche Notation ist. Ja? Das ist die Glosse. Dieses hier ist die älteste angelsächsische Glosse. Es ist ein lateinischer Text aus dem 9. Jahrhundert. Und er ist annotiert in den kleinen Lettern, die über jeder Zeile stehen, in angelsächsisch, also altenglisch. Warum? Weil diese Texte überhaupt nicht zum leisen Lesen, sondern zum Vorlesen gedacht waren. Das heißt, der eine, der lesen konnte, der irgendein Mönch im Zweifelsfalle, versammelte eine Gruppe von Leuten um sich herum und las dann aus der Bibel vor, was gerade auf dem Programm stand. Nun war seine Kompetenz im Lateinischen schon so brüchig, dass er Spickzettel brauchte. Und das wurde sozusagen strukturell so, dass man eben diese Texte annotierte mit einer Glosse in der Sprache, die der Kollege dann auch konnte. Also in diesem Fall Lateinisch und Altenglisch. Das Gleiche finden wir auch bei Texten innerhalb der Romagna. Das ist ein lateinischer Text von Boetius, also aus dem 4. Jahrhundert, ein Philosoph, ein lateinisch schreibender Philosoph. Und der ist dann im 12. Jahrhundert, nee, 15. Jahrhundert, Entschuldigung, ist er italienisch, also toskanisch, annotiert. In diesem Fall, ebenso wie in dem vorigen, wird zweimal das gleiche Alphabet benutzt. Beide benutzen das lateinische Alphabet, und aber zwei Sprachen. Also der sozusagen der klassische Fall von schriftlichem Sprachkontakt. Vorher Lateinisch und Altenglisch, hier Lateinisch und Italienisch, woraus wir ganz klipp und klar schließen können, die Kompetenz im Lateinischen, selbst in Italien, nahm in der Zeit, im Mittelalter, rapide ab. Und man brauchte also eine Erklärung. Interessanterweise finden wir nun genau das Gleiche in Ostasien. Das ist eine Seite aus einer japanischen Fibel aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Sie können das nicht lesen, seien Sie nicht traurig, aber es dient hier nur zur Illustration. Was Sie sehen, ist das ist sozusagen die Hauptlinie.
Die habe ich jetzt hier am Rand nochmal selber rausgeschrieben, um das zu illustrieren. Hier in der Mitte sehen Sie nur chinesische Zeichen, die selber, wenn man noch nicht firm ist in diesem System, den Laut des geschriebenen Wortes einem nicht unbedingt verraten. Um das zu tun, wird er hier annotiert, der Text mit einer zweiten Schrift, die eine Silbenschrift ist. Also ganz klar die Lautung der Wörter. Da steht also Terra, Ko, Dok, Sho, Lesebuch, Senjin, Mo. 1000 Zeichen des Lesebuchs. Dafür ist das eine Fibel. Und dann ist das hier auch noch in einem Duktus geschrieben, mit Pinsel, also kursiv, dass das nicht so ganz leicht zu lesen ist. Und deshalb ist auf der linken Seite nochmal mit einer Kanzleischrift, die ich hier im kleinen Schriftkarte abgebildet habe, wiederholt, damit diejenigen, die das lernen, auch genau sehen können, wie das Zeichen geschrieben wird. Erscheint uns ein bisschen aufwendig für eine Fibel. Aber gut, so haben die das eben gemacht. Das Prinzip ist das gleiche. Man annotiert einen Text, den zu lesen nicht jeder in der Lage ist, und um das eben zu ermöglichen. Nun, die ersten beiden Beispiele, die ich Ihnen nannte, waren alphabetisch geschriebener Text, Glosse auch im lateinischen Alphabet. Das zweite Beispiel war mit chinesischen Zeichen geschriebener Text, Glosse in einer japanischen Silbenschrift. Sie sind alle alphabetozentrisch sozialisiert worden und denken deshalb, dass sich das Alphabet mehr oder weniger von selbst versteht. Diejenigen von Ihnen, die mehrere Sprachen beherrschen, wissen, dass das nicht so ganz stimmt, weil man zum Beispiel davon, wie, sagen wir mal, ein X im Spanischen ausgesprochen wird, nicht unbedingt darauf schließen kann, wie es der gleiche Buchstabe im Englischen oder im Deutschen oder sonst irgendwo ausgesprochen wird. Das Alphabet hat es schon in sich. Und man darf nicht vergessen, jedes Schriftsystem, und damit meine ich jetzt das System einer bestimmten Sprache, um sie zu schreiben, ist dieser Sprache angepasst. Also das lateinische Alphabet ist alles, aber kein universelles Schriftsystem. Ab und zu bringt Ihnen wahrscheinlich jemand mal etwas von IPA bei, dem internationalen phonetischen Alphabet, und vergisst gewöhnlich zu sagen, das ist ein Alphabet, das ist eine Varietät des lateinischen Alphabets und nicht andersrum. Das lateinische Alphabet ist nicht eine Art von IPA, sondern IPA ist eine Weiterentwicklung des lateinischen Alphabets. Und das lateinische Alphabet ist gut für bestimmte Sprachen, für andere überhaupt nicht. Zum Beispiel für Chinesisch absolut miserabel und für andere Tonsprachen. Was macht man? Man macht da einen wirklichen Kritiker dazu, weil diese Alphabetschrift eine ganze Dimension der Phonetik überhaupt nicht erfasst. Nämlich Töne. Auch eigentlich nur Vokallänge und solche Sachen. Was ich jetzt hier Ihnen zeige, ist der verzweifelte Versuch der Japaner, die zum ersten Mal mit dem lateinischen Alphabet in Berührung kamen, dank der Holländer, die das dorthin trugen,
zu verstehen, wie dieses verpackte, schwierige Schriftsystem funktioniert. Was ich hier vergrößert habe, ist ein Eintrag in einer sehr langen Wortliste. Und Sie sehen hier, wunderbar einfach für jeden innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde zu erlernen, das chinesische Zeichen für Winter. Und dann kommt, wie man das im Niederländischen wiedergibt. Zufällig mehr oder weniger gleichlautend wie Deutsch, Winter. Das wird also auch annotiert. Und zwar steht hier oben drüber, wie man es zu sprechen hat. Also man kann ja keine Konsonanten sprechen, schließlich nicht, das weiß man ja. Also muss man das irgendwie segmentieren. Was passiert jetzt hier? Nein. Okay, ich will davon nichts wissen anscheinend. Also, hier steht UI. UI. Ja? Dann steht hier ein N, das kann man mit dem japanischen System, das ist der einzige Konsonant, ist ja auch kein richtiger Konsonant, den man so schreiben kann. Dann steht hier TO und hier steht RU. Also was dabei dann rauskommt, ist Winteru. Einigermaßen in die richtige Richtung, sagen wir mal. Was darunter steht, ist dann eine zusätzliche Annotation. Und die gibt wieder die Namen der Buchstaben, wie die Niederländer sie nennen. Das ist ja bedauerlicherweise keineswegs so, dass die gleich sind mit der Lautung der Buchstaben, mit den Lautwerten der Buchstaben. Sondern hier steht dann irgendetwas, so etwas wie Doppel-Dium. Also ein doppeltes W. Hier steht Enna. Hier steht Te, E und Ella. Was die Kinder lernen in der ersten Stunde in der Grundschule, sind ja die Namen der Buchstaben und nicht ihre Lautwerte. B ist ja nicht, B, C, D sind ja nicht die Lautwerte der Buchstaben, sondern nur der Name. Höchst verwirrend natürlich für jemanden, der das System von außerhalb lernt und dann fragt, was bezeichnet denn dieses Zeichen? Und dann sagt der niederländische Dolmetscher in dem Fall, das ist ein N. Aha, dann muss ich das also mit N sprechen. Nein, musst du nicht, sondern hm. Da das konzeptuell und auch praktisch eben einigermaßen schwierig ist, sich mit dem Alphabet da zurechtzufinden, mit dem gleichzeitig eine fremde Sprache ins Land kommt, haben sie sich die Mühe gemacht, also endlose solche Listen zu erstellen. Das war im 17. Jahrhundert. Woraus nur man sehr leicht ersehen kann, dass das lateinische Alphabet keineswegs selbstexplikativ ist, sondern es ist im Wesentlichen ein Schriftsystem wie jedes andere. Wenn man das nicht kann, dann muss man instruiert werden und wenn man Texte damit dann geschrieben sind, lesen will, bedarf es der Lesehilfen. Matris Lectionis ist ein Terminus, der auch gelegentlich gebraucht wird, speziell in den semitischen Sprachen, die ja normalerweise etwas Ähnliches tun, nämlich für die Kinder, die noch nicht fließend lesen können, Vokale notieren.
etwa in normalen arabischen Texten nicht geschrieben werden, was den fließenden Leser nicht weiter erinnert, aber Kindern schon. Die Japaner haben also in dem Fall Niederländisch gelernt und ich habe hier nur mal ein paar rücktransliteriert von den Wörtern, die sie lernten. Also das sind ein paar Eigennamen. Riesig zum Beispiel, das erste. Das einzupassen in das japanische Schriftsystem und die japanische Phonologie ist schwierig. Was dann dabei herauskommt, das ist die Rücktransliteration, ist E-Shin-Gu. Ja? Eine andere Möglichkeit gibt das System nicht her, weil jedes Zeichen eine einfache, kurze Sprechsilbe hat, als Lautwert. Hier haben Sie bei dem Eigennamen haben Sie offensichtlich festgestellt, dass es zwei Varianten gibt, nämlich Niederländisch und Französisch, und haben beides versucht wiederzugeben. Also hier Ruke steht da und hier steht Rouge, also die französische Variante. Das nur also zur weiteren Illustration von der Schwierigkeiten des Alphabets, dass man, wenn man Sprachkontakt auf der schriftlichen Ebene untersuchen will, genauso behandeln soll wie jedes andere Schriftsystem auch und nicht als eine Art Lautschrift, die es in der Sinne dient ist. Japaner sind gewöhnt, ihren Metatext, also die Glossen, nicht in der Lateinschrift zu schreiben, sondern in ihrer eigenen Silbenschrift. Und hier sehen wir ein Beispiel, wo das also aus unserer Sicht umgekehrt ist. Die allerprimitivsten Wörter, das ist English 101, das sind so Sätze wie he is there und wird also oder he is not there wird dann mit der japanischen Silbenschrift für die Kinder, die das lernen sollen, amutiert, weil die englische Orthographie eben alles andere als von selbst sprechend eine Lautschrift ist, die sich selbst erklärt. Sie benutzen also eine Metaschrift für den Unterricht. Nicht nur dafür, sondern auch Mangas kennen Sie alle. Die werden ja auch von jüngstem Alter an konsumiert. Und was Sie hier sehen, ist das alte Muster, chinesische Zeichen, von denen Kinder, von denen man nicht erwarten kann, dass alle Kinder sie schon können, werden einfach in der Silbenschrift, die jedes japanische Kind kann, bevor es in die Schule kommt, mit einer Glosse versehen, sodass sie das lesen können. In Exponaten, die irgendwie wichtig sind, das ist ein Wissenschaftsmuseum, wo vielleicht Erklärungen, Fachterminologie enthalten, die chinesische Zeichen beinhalten, die über das Allgemeinwissen hinausgehen, wird auch ganz rigoros werden Glossen daneben geschrieben, damit die Leute das lesen können. Das ist also für das normale Publikum. Oder was dann auch mal vorkommt, Eigennamen von auswärts. Also ein neuer nordkoreanischer, unser lieber Führer, da installiert wurde, dessen Namen hat chinesische Zeichen
die es auch in der Bayerischen gibt, aber man weiß nicht, wie man die auf Koreanisch spricht. Und dann wird es eben Kim Jun-un wird ins Schloss daneben geschrieben in der Tageszeitung, die ansonsten gehalten ist, nur Zeichen zu verwenden, die jeder lesen kann. Die Glosse, ja, ich komme gleich zum Schluss, wird auch gelegentlich benutzt, um fremdsprachiges Wortgut lesbar zu machen. Da kann man nicht so ganz gut sehen hier. Adequate bereitet japanischen Lesern diese Schwierigkeiten und dann annotieren sie das eben auf ihre Weise mit ihrer eigenen Schrift. Ja, das will ich noch ganz kurz erwähnen hier. Werbeplakat von der Bank. Bemerkenswert ist hier nur die Integration alphabetischer Letter. Die Bank heißt UFJ, Tokyo Mitsubishi Bank. Und das finden wir in den letzten Jahrzehnten immer häufiger, dass alphabetische Lettern in das japanische Schriftsystem integriert werden. Sehr aufnahmebereit. Im europäischen Kontext ist das praktisch verschwunden. Was ich eingangs sagte von ipsissima littera, nämlich dass griechische Buchstaben in lateinischen Texten, griechische Wörter in griechischen Buchstaben geschrieben werden, ist passé. Sie werden kein deutsches Schrifttum finden, in dem Zeichen anderer Schriftsysteme vorkommen. Wenn es nicht also irgendwelche explikativen Texte sind. Aber als normales, man könnte sich ja vorstellen, es gibt ja etliche, jeder weiß, was Sushi ist oder was Tofu ist oder so. Warum schreibt man das dann nicht in ipsissima littera? So wie es die Japaner schreiben. Da sind die westeuropäischen Sprachen extrem restriktiv. Die tolerieren überhaupt keine Integration fremder Elemente. Anders als in unserer Welt. Hier auf eine sehr spielerische Art und Weise. Das Plakat spricht von einer Men's Bar, die aber keineswegs nur spät in der Nacht geöffnet ist, sondern Men heißt Nudeln. Und also dieses kann sie hier, das ist also die Men's Bar, die einfach nur Nudeln ist. Ja, ich glaube, mir wird sagen, lasse ich es mal hiermit bewenden und bitte Sie, wenn Sie Fragen haben, dann würde ich gerne darauf einzugehen. Bitte.